Krieg war immer gefährlicher geworden. Die Waffen hatten sich weiterentwickelt. Aber unsere Befehle blieben die gleichen. Macht Jagd auf sie und bringt sie um. Einen nach dem anderen. Sie sind zur Unsterblichkeit verdammt. Ein Clan dürstet nach Macht und Wohlstand. Die Herrschaftsfolge ist noch nie unterbrochen worden, noch nie in 1400 Jahren. Ein anderer sinnt auf Rache. Wir werden die Vampire auf ihrem eigenen Terrain besiegen. Siehst du diesen Menschen? Er ist attraktiv. Ich habe den Verdacht, dass die Lykaner hinter ihm her sind. Hallo, Michael. Warum verfolgen sie dich? Wer seid ihr überhaupt? Du bist in einen Krieg verwickelt, der mittlerweile seit fast 1000 Jahren wütet. Eine Blutfehde zwischen Vampiren und Lykanern. Werwölfen. Wenn morgen der Vollmond aufgeht, wirst du dich verwandeln. Du wirst töten und du wirst fressen. Underworld. Manche Geschichten basieren auf Wahrheit, manche auf Lügen. Der Krieg zwischen Vampiren und Lykanern wütet schon seit Jahrhunderten. Ich war in diesem Kampf ein loyaler Soldat. Aber ich wurde verraten und nun hat sich meine eigene Spezies gegen mich gewendet. Doch ich allein besitze den Schlüssel, um unsere Zukunft zu retten. Ein mächtiger Unsterblicher ist zurückgekehrt. Marcus, er ist derjenige, der erste wahre Vampir. Er wurde vor über 300 Jahren verbannt. Wie kommst du darauf, dass wir ihn jetzt finden? Diejenige, die ihn verbannt hat, war ich. Sein Schwur, das unvorstellbar Böse zu entfesseln. Es gibt nur einen Weg, ihn zu besiegen. Sucht das Mädchen und bringt es zu mir. Nun steht nur noch sie zwischen seinem Aufstieg. Du weißt, welche Zerstörung er angerichtet hat, bevor er gefangen wurde. Und dem Untergang der Menschheit. Schon bald werdet ihr von Lykanern überschwemmt werden. Was bleibt, sind nicht Lykaner oder Vampire, sondern eine neue Rasse. Erschaffen nach dem Abbild ihres Schöpfers. Nach mir. Du bist ihm nicht gewachsen. Dann müssen wir daran noch arbeiten. Du bist unsere letzte Hoffnung. Du bist die furchtloseste Kriegerin, der ich je begegnet bin. Nun wirst du noch lernen, loyal zu sein. Ohne Loyalität füreinander sind wir nicht besser als die Bestien vor unserer Tür. Sie sind in alle Ewigkeit verdammt. Vampire und Lykaner. Die einen zum Herrschen geboren. Sonja, du riskierst zu viel, um das als Vater zu ignorieren. Die anderen zum Dienen. Lucian, du machst deiner Rasse alle Ehre. Doch alles das wird sich ändern. Sonja, falls ich fortgehe, würdest du mitkommen? Mein Vater würde dich jagen. Mein Leben lang habe ich ihre Vorschriften befolgt. Ich habe sie beschützt. Sie beneidet. Und wozu? Damit sie mich wie ein Tier behandeln. Sind wir Sklaven? Oder sind wir lieber Lykaner? Du hast
Gib ihr mir! Ich töte euch! Euch alle! Heute ist der Tag, an dem sich der Verlauf des Kampfes entscheidet. Die Epidemie, die diese Stadt heimgesucht hat, wird bald beendet sein. Wissenschaftler scheinen nun endlich die Lösung gefunden zu haben, uns davon zu befreien. Der Proband ist ausgebrochen. Er muss hier irgendwo sein. Runter damit! Sofort! Vor 12 Jahren wurde ich von den Menschen gefangen genommen. Nun sind Vampire und Lykaner die Gejagten. Wenn wir als Spezies überleben wollen, müssen wir uns gegen die Menschen stellen. Da ist noch etwas ausgebrochen. Sie ist das einzige Hybridkind, das jemals existierte. Die Menschen und die Lykaner werden sie mit allen Mitteln jagen. Sie sind hier. Sie haben etwas geschaffen, das doppelt so groß ist wie jeder Lykaner, den ich je gesehen habe. Was auch immer sie von ihr wollen, es lohnt sich offenbar dafür zu sterben. Deine Art wird niemals so stark sein wie unsere. Egal wie hart du kämpfst. Sie kennen mich nicht wirklich. Die Vampire und Lykaner liegen seit Jahrhunderten im Krieg und verwandelten unsere Welt in ein Schlachtfeld. Für mich ist das ein persönlicher Kampf. Alle, die ich geliebt habe, sind getötet worden. Jetzt müssen wir uns einem neuen Krieg stellen. Celine, die Lykaner haben sich neu organisiert. Sie haben einen neuen Anführer, Marius. Ich bin fertig mit diesem Krieg. Aber er ist noch nicht fertig mit dir. Er will dein Blut und das Blut deiner Tochter. Nicht mal ich weiß, wo sie ist. Ich habe eine Botschaft für euch. Sag euren Marius, ich werde ihn jagen. Verstehst du diese Botschaft? Wir brauchen Celine, um den Krieg zu beenden. Man kann ihr nicht trauen. Sie hat von uns allen das reinste Blut. Sie ist der Schlüssel für die Zukunft der Lykaner und Vampire. Und wenn wir das Blut von Celine und ihrer Tochter haben, werden wir unbesiegbar sein. Ich werde mächtiger sein als jeder Vampir dieses Ordens. Du musst mir helfen, sie zu beschützen. Ihr müsst Richtung Norden, dort findet ihr Antworten. Wenn du diesen Krieg gewinnen willst, musst du weitergehen, als es je ein Krieger deines Ansehens getan hat. Unmöglich. Nichts kann ihn jetzt mehr aufhalten. Es sind zu viele von ihnen. Sehe ich besorgt aus? Alles, was ich will, ist dein Blut. Komm und hol es dir.